Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie geht eigentlich eine Spontanheilung? Und dieses Thema stelle ich einem Bestsellerautor, einem Buchautor von Selbstheilkraft, dem Klaus Medikus, gleich im Anschluss. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen, lieber Klaus! Ein spannendes Thema. Hä? Spontanheilung passiert immer wieder, sehr oft, und ich benenne das immer wieder gerne als gewünschtes Wunder. Vielleicht ist es auch ein Placebo, was auch immer. Erzähl mal aus deinen Erfahrungsschätzen, wie funktioniert Spontanheilung? Vielleicht ist das Stichwort Wunder ein guter Einstieg. Mhm. Also, was ist denn überhaupt ein Wunder? Wunder ist all das, wo uns ein Erklärungsmodell fehlt. Also wenn wir kein Erklärungsmodell haben, dann sagen wir, es ist ein Wunder passiert. Ja. Oder Spontanheilung, oh, ja, das passt, genau. Mhm. Und jetzt, sobald in uns etwas sich verändert auf einer Steuerungsebene, haben wir eine gewisse Chance, und habe ich schon öfters beobachtet, dass sich innerhalb kurzer Zeit eine Wirklichkeit unserer Materie, unserer Zellen verändern kann. Mhm. Aber was steuert Materie? Okay. Und vielleicht noch eine Schlaufe. Die Pharmazie zum Beispiel, die muss ja, wenn sie Studien macht, viele Probanden haben, aber die Hälfte der Probanden fällt schon raus, weil sie aufs Placebo reagieren. Da kann man ja keine Studie mehr machen, die Placebos sind weg. Sie sind eigentlich auch, die reagieren auf nichts. Sehr positiv. Und das kann man ja auch nicht erklären. Wir reden ja nicht darüber, sondern das wird weggenommen und wir arbeiten nur noch mit denen, die auf ein Medikament reagieren. Und das finde ich eben so spannend. Wie kann der Körper rein auf eine Information reagieren? Und das ist ja, also wir sagen, es ist nur Placebo. Ja. Wenn wir Placebo anders angehen würden, würden wir ganz anders fragen, sag mal, wie geht denn das mit dem Placebo? Ja, das Wort nur hat mich grausam gestört. Es ist Placebo, ein gewünschtes, es ist ein Wunder, oder? Ja, also wie erschaffen wir eine Wirklichkeit rein über ein geistiges Feld? Mhm. Und das passt in eine Medizin, die ihre geistigen Grundlagen immer noch im 19. Jahrhundert hat, also in der Mechanik. Aber weißt du, ich verstehe das aber auch, weil die Pharmazie oder auch die ganzen wirklich phänomenalen Technologien, die da entwickelt wurden, müssen ja auch Umsätze generieren. Man muss ja auch was verdienen. Man muss Werbung machen, man muss aufklären, man muss Forschungen machen. Was verdient man mit einem Placebo? Was verdient man mit einem Training der Selbstheilkraft? Das ist nicht die Verantwortung von anderen. Es ist unsere Verantwortung. Und in diesen Prozess einzusteigen, also was für Informationen gebe ich hier Wirklichkeit, also meinen 70 Billionen Zellen? Wie erschaffe ich aus Information Energie und diese Energie wirkt in unsere Zellen? Das müsste in der Schule gelernt werden, weil das ist die Basis, oder? Und niemand macht das. Und da fehlen, also schon zudem fehlen uns einfach die Erklärungsmodelle. Mhm. Also das Erklärungsmodell dafür finden wir ja auf der Ebene der Physik der kleinsten Teilchen. Also wir könnten auch in andere Schulen, in Weisheitsschulen gehen, aber wir finden dort zumindest Erklärungsmodelle. Also das Erklärungsmodell ist ja die Haltung des Beobachters entscheidet auf der, also die geistige Haltung des Beobachters entscheidet über das Verhalten der kleinsten Teilchen. Das ist der Beobachtereffekt, ja. Ist der Beobachtereffekt in der Quantenphysik. Mhm. Das heißt, die geistige Haltung, mit der ein Physiker an ein quantenphysikalisches Experiment rangeht, an eine Messung entscheidet, wie sich die kleinsten Teilchen, Photonen, Elektronen, wie die sich verhalten. Und jetzt ist ja die kleinsten Teilchen, das ist nicht etwas, was irgendwie in dem Beschleuniger in CERN in Genf stattfindet,
sondern diese kleinsten Teilchen, unser Zellsystem, die ganze Welt ist quantisiert. Das heißt, wir haben 70 Billionen Zellen. Das sind 100.000 hoch 28 Quadrillionen von Atomen. In diesen Quadrillionen von Atomen finden wir nochmal eine viel größere Zahl von Photonen, Elektronen, kleinsten Teilchen. Und solange wir diesen Prozess nicht verstehen, die kommunizieren alle miteinander. Ja, ja. Und unsere Gedanken, Gefühle, Emotionen, inneren Bilder, die gehören nicht in die Welt der Materie. Das heißt, wir holen immer noch uns für unsere Gedanken, Gefühle, Empfindungen Metaphern aus der klassischen Newtonschen Physik, der Physik der Materie. Mhm. Also wo es darum geht, wie haue ich einen Hammer mit einem Hammer einen Nagel in die Wand. Mhm. Klar, das funktioniert. Wie nehme ich jetzt irgendwie ein Gewicht, einen Stein, halte ihn über meine Zehe und dann kann ich über das Gewicht des Steins und die Länge des Falls kann ich errechnen, wie groß der Bluterguss in meiner großen Zehe wird. Das ist die Physik der großen Teile der Materie. Ja. Aber wenn wir mit Placebo zu tun haben, mit Spontanheilung, mit Wundern, also das, wo wir keine Erklärungsmodelle haben, brauchen wir neue Erklärungsmodelle. Und die Erklärungsmodelle, die liegen drin, wie denken, fühlen, empfinden wir, wie geht unser, ich nenne es immer, unser emotionaler Greifarm, der aus Information Energie erschafft, die über elektrische, elektromagnetische und biochemische Prozesse die Wirklichkeit meiner Zellen steuert. Aber wir haben keine Ich-Identität, dass wir das selber machen. Also wer soll mir denn ein Gefühl machen? Wer soll mir denn einen Gedanken machen? Steht denn da einer hinter mir mit dem Fernsteuergerät und sagt so, jetzt fühl dich bitte irgendwie so und so. Du kannst mich einladen, jetzt wütend zu werden. Du kannst mich einladen, in die Freude zu kommen. Du kannst mich zu zig Sachen in der Kommunikation, in unserer Beziehung einladen. Aber ich muss doch immer zu der Einladung dazu sagen, ah, Alexander, das ist eine gute Idee. Ich bin jetzt stinksauer für eine Stunde. Ah, super. Also, aber es muss ich doch selber machen. Das kann mir doch keiner machen. Und wie wir diesen Prozess machen und welche Auswirkungen es hat, in Hass, Wut, Verzweiflung drin zu stecken, hat Auswirkungen auf unser ganzes Zellsystem. Wenn wir veränderte Gefühle, Gedanken, Gefühle, Empfindungen haben, bewirkt das veränderte Prozesse in unser Zellsystem. Und das ist die Grundlage für Placebo und damit auch Spontanheilung, überhaupt mal ein Bewusstsein reinzukriegen, wie erschaffe ich denn meine Wirklichkeit? Wie erschaffe ich denn die Wirklichkeit meiner Zellen? Also der Nachteil der meisten Placebos ist, dass sie auf dem Glauben beruhen und damit noch kein Bewusstsein drin ist. Das ist die Wunderpille, die vom Mars kommt und die macht mich jetzt gesund. Und wenn ich das fest genug glaube, habe ich eine gewisse Chance, eine Spontanheilung zu erleben. Also wenn die mir richtig verkauft wird, gute Chance dazu. Gleichzeitig ist es wichtig, nicht in einem Feld von Stress und Verzweiflung zu sein. Weil Stress und Verzweiflung dämpft nochmal unsere Wahrnehmung und unsere Verbindung zu uns selber. Damit sind wir sehr anfällig für Manipulation von außen. Also das ist nicht nur etwas, was wir sozusagen im Großen seit März 2020 beobachten können, dass ein künstlich erzeugter Stress, du wirst fürchterlich erkranken und sterben, Menschen anfällig macht für Dinge, mit denen sie sich nichts Gutes tun. Und plötzlich in Erklärungsmodellen zu landen, die vielleicht, wenn man in einer Entspannung wäre,
sehr mysteriös wirken würden. Mhm. Aber wenn ich in der Angst bin, dann greife ich sozusagen an den propagandistisch hingehaltenen Strohhalm, oh, er wird mich erretten. Und dort ist dann, die Erlösung kommt von außerhalb. Also ich brauche als erstes Mal eine Entspannung dort rein und gegenüber dem an die Wunderpille vom Mars zu glauben, brauche ich ein Bewusstsein, wie ich das mache, was ich mache. Und das ist der Weg, wie ich schon öfters erlebt habe, dass vermeintliche Spontanheilungen Wunder eingetreten sind. Aber es setzt, wo ich es persönlich erlebt habe, immer voraus, dass Menschen überhaupt in eine Neugierde kommen. Sagen wir mal, wie mache ich denn das, was ich mache? Wie erschaffe ich denn meine Gedanken, Gefühle und Empfindungen? Also rauszugehen aus den Inhalten in die Form. Also wer bringt, wie bringe ich denn die Inhalte in eine Form? Das ist der Informationsvorgang. Wie ich Inhalte in eine Form bringe. Und wer die Form steuert, steuert die Inhalte. Also diese Information ist ein Schöpfungsakt, der immer in der Gegenwart stattfindet. Wo kommen denn meine Gedanken her? Es gibt im Gehirn keine Gedankenerschaffungsinstanz. Also die sind plötzlich da und werden im Gehirn verarbeitet. Jetzt macht es aber keinen Sinn, ja, du musst nur positive Gedanken denken. Sondern das, was ich brauche, ist diese Wahrnehmung, dieses Bewusstsein, was denn mein Zellsystem heute ausfüllt. Und je klarer ich dort werde und je mehr ich bewusst steuern kann, was die Wirklichkeit meiner 70 Billionen Zellen wird, darüber kann ich quasi ein Placebo erschaffen. Also einen Inhalt, der dieses Zellsystem ausfüllt. Aber jede Energie beruht auf Information. Und diesen Schritt, wenn wir nur energetisch arbeiten, bedeutet es, wir lassen die Information gleich. Also ich habe einen beispielsweise letztes Jahr einen Fall erlebt, ein Herr Mitte 40, der einen total steifen Rücken binnen eines Jahres bekommen hat. Der ist irgendwie zu allen möglichen Internisten, Orthopäden, Experten, Schulmedizin alternativ gegangen und jeder sagte was anderes. Also 5 Experten, 10 Meinungen so ungefähr. Und was er denn machen sollte. Und es war nicht wirklich erklärbar, was denn der steife Rücken war. Und dort zu sagen, du, ich habe keine Ahnung, an was es liegt. Hast du Lust, eine Bewusstheit, ein Bewusstsein zu entwickeln, was hinter diesem steifen Rücken liegt? Und das beginnt immer mit der Präsenz im Jetzt. Was nimmst du jetzt wahr? Und wir können keine Diagnose wahrnehmen, sondern wir können nur in unserem Zellsystem und in unserem geistig-seelischen Feld können wir Gedanken, Empfindungen wahrnehmen, wir können Schmerzen wahrnehmen, wo wir plötzlich auf ein ganz anderes Thema gekommen sind, etwas zu machen auf Dauer, beruflich und privat, wo ihm eigentlich alles zuwidergelaufen ist. Also in eine Situation reingekommen zu sein, wo er geradezu sagt, Hilfe. Und indem wir an der Situation gearbeitet haben, wie er sich aus seiner äußeren Situation mit dem Job und der Form von Privatleben befreien kann und in seine ureigene Schwingung zu kommen, zu sagen, was tritt denn mit dir in Resonanz? Wo, wer oder was bist du wirklich? Hat sich, ich glaube, so nach einem Vierteljahr war plötzlich, eines Morgens ist er aufgewacht und dieser wie eingefrorene Rücken war weg. Mhm. Ich habe bis heute keine Ahnung, was dazu geführt hat. Ich weiß nur, dass er sein Leben
sein Ich radikal verändert hat. Ich glaube, ich habe da auch noch zwei Beispiele, aber nochmals zurück. Ich glaube, man kann ja das auch messen. Wenn man nur Gedanken hat, können wir ja auch diese Energien, elektrische, elektromagnetische Felder übers Hirn messen. Aber sobald Gefühle dazukommen, aus der Region des Herzens, Emotionen, dann explodiert ja diese Energie. Das sind ja viel, viel größer stärkbare Messungen, die man macht. Und ich glaube, wenn solche Wunder geschehen, dann ist es nicht nur hier oben, sondern eben es ist auch mit den Gefühlen verbunden. Und diese Energie geht dahin, wo sie sein muss, um Reparaturprozesse zu machen. Und das Entscheidende ist, wofür wir so schön sagen, aus unserem Herzen, dass es um unsere ureigene Schwingung geht. Also im Kern, all unsere Konstrukte, wer ich bin, also angefangen von den Daten, die in der Gemeinde im Einwohnermeldeamt gespeichert sind, mein Sprüchlein, das ich bei der Bank aufsagen muss, um ein Konto zu eröffnen und alles, das sind doch im Kern, sind das alles Rollen. Aber wer bin ich denn dahinter? Also wer bin ich hinter all meinen Rollen und den angelernten Strategien, wie ich gut durchs Leben komme. Und das zu erkennen, dass hinter all den Rollen und Strategien immer eine ureigene Schwingung liegt und in Verbindung zu sein mit meiner ureigenen Schwingung, die wir oft im Herzen wahrnehmen, aber ich bin sicher, das geht durchs ganze Zellsystem und möglicherweise auch darüber hinaus und in Verbindung zu dieser Schwingung der Urquelle zu kommen. Also wieder in Verbindung zu sein mit dem, wer wir wirklich sind. Das ist die Grundlage für eine heilsame Wirkung in dieses Zellsystem. Ob da wirklich Heilung stattfindet, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Oder ob wir es eher bezeichnen können, ich erfinde mich neu und meine Zellen erfinden sich neu. Also Heilung setzt ja immer voraus, das Defizit zu beseitigen. Also Heilung hat ja allein vom Wort etwas, wie ins Reisebüro zu gehen und zu sagen, ich möchte nicht nach Hamburg oder ich möchte nicht nach Bali. Ja, also wo willst du denn hin? Und da liegt eigentlich der Schlüssel drin. Kranke Menschen haben oft nur noch ein Thema im Fokus, weg von den Symptomen. Und diesen Prozess umzudrehen, der ist viel heilsamer. Wo willst du wirklich hin? Wer willst du wirklich sein? Wie willst du dich ins Leben bringen? Das ist etwas ganz anderes, als weg von zu kommen. Also wieder in diese Schwingung zu kommen, wer wir wirklich sind, mit uns selber in eine Schwingung zu kommen und zu erkennen, welche Inhalte unserer Gedanken, Gefühle, Empfindungen bringen wir in Form, informieren wir. Und wenn wir da bewusst sind, es ist verblüffend, was in dieser Welt, in diesem Zellsystem passieren kann. Ich hatte vor 2 Wochen den Clemens Kubi hier. Und der war ja querschnittgelähmt und jetzt nicht mehr. Der geht ganz normal, als ob nichts wäre. Und der andere Herr, der war letzte Woche da, der war 12 Jahre blind und hat es geschafft mit viel Training, also jeden Tag 1-2 Stunden hat er seine Augen trainiert, aber auch emotional. Er wollte ja wieder sehen, er will wieder sehen, er hat sich die Welt vorgestellt. Und es ist tatsächlich so, diese feuchte Makuladegeneration, diese noch verbliebenen 2% Zellen der Sehkraft haben sich immer wieder verdoppelt und verdoppelt. Und heute sind es 98%. Und das ist für mich eben ein Wunder. Der Mensch ist ein Wunder. Und er hat sich selbst geheilt, entgegen all den Mitteilungen von außen, du musst mit dem leben. Und ich finde, dass eben jeder hat ein Wunder verdient, aber das Wunder steckt in ihm drin. Nicht im Außen. Es ist nicht der Erlöser, der kommt, sondern ich war's. Oder? Es geht um diese Neurogenese. Also wie können neue Zellen entstehen? Also Gehirnzellen oder dann Sehzellen. Und es gibt eine adulte Neurogenese. Aber das ist
wird heute, ist vielleicht bei der Pharmaindustrie angekommen, die dann irgendwelche Glückspillen herstellt. Aber es ist noch überhaupt nicht in dem angekommen. Was brauchen wir denn, um unsere Bildung von neuen Zellen anzuregen? Und das meine ich ja auch, um uns neu zu erfinden. Mhm. Also so genau. Wie dieser Herr, der hat sich ja als Sehender neu erfunden. Mhm. Und genau in diesen Prozess reinzukommen, wie wir uns selbst neu erfinden, das hat mit Bewusstsein zu tun. Und Bewusstsein ist nicht eine Hirnaktivität, sondern Bewusstsein schafft Materie. Bewusstsein wird im Gehirn verarbeitet. Also das ist auch etwas, was wir heute aus der Quantenphysik lernen können, dass alle Grundlage für Energie und Materie im Bewusstsein steckt. Also je mehr wir in ein umfassendes Bewusstsein kommen, eine umfassende Bewusstseinsschulung, wie diesem Herrn, der in diese Sehfähigkeit kommt und ganz bewusst neue Sehzellen erschafft. Das ist verrückt, also, gell? Das ist so schön. Aber das sind die Geschichten, die uns als erzählte Geschichten gesellschaftlich vollkommen fehlen. Wir kriegen eher die anderen Geschichten erzählt. Ja, es ist doch normal, dass heute so und so viele Menschen an der und der Krankheit sterben. Es ist halt eine Nebenwirkung unserer Zivilisation. Also leben wir eher in einer Pathogenese? Ist unsere Medizin vielleicht zu einer Pathogenese verkommen, also dass immer mehr Krankheiten entstehen? Jedes Jahr seit Jahrzehnten werden neue Diagnosen erfunden. Und kaum wird eine Diagnose erfunden, erkranken Menschen daran. Also das ist doch genauso der Prozess. Also Diagnosen sind doch nur Bilder einer Wirklichkeit, die sind nicht die Wirklichkeit. Ja, und wir sind wieder da, man darf einfach den Körper nicht trennen. Vom Innenleben, also vom, das Außenleben nicht vom Innenleben zu trennen, die Seele nicht zu trennen vom Körper, sondern man sollte wirklich in einer Medizin das ganzheitlich anschauen. Und ich glaube, wir sind viel, viel mehr Seele als Körper. Das ist, ich habe mal kürzlich gelesen, wenn man die Oberfläche unserer Haut und alles bemisst und die Oberfläche unserer inneren Körper anschaut, dann sieht man sofort, wie gigantisch groß wir eigentlich innerlich sind und was da für Datenströme, Informationsströme, auch in der Mikrobiologie, weißt du, wie viele Bakterien und Viren in unserem Leben. Also eigentlich ist es ja unglaublich, wir sind eine Hülle voller Bakterien. Und die leben und informieren und machen chemische Prozesse. Also man kommt da aus der Demut nicht mehr heraus, wenn man sich damit beschäftigt. Es gab an amerikanischen Universitäten Ende der 50er Jahre die Idee und Forschung dazu, man müsste doch nur den Menschen von allen Bakterien befreien. Ja, ja, genau. Da sind wir heute noch drin. Also jetzt haben Sie das Mikrobiom anerkannt, aber ich rede ja nicht nur vom Mikrobiom, aber dieses Trennen, oder die Bakterien immer als schlecht hinzustellen oder als Verursacher von Krankheitserregern, statt die Symbiose zu suchen, das gegenseitige Miteinander. Ich meine, das hat ja den Menschen auch erschaffen, das hat die Erde erschaffen. Die Bakterien sind Milliarden von Jahren alt, wir nicht, oder? Und ja, und wir meinen, ohne das bekämpfen den Bakterien zu müssen. Können wir nicht leben. Ja. Also die Anzahl der Zellen, die nicht menschlicher Natur sind, die wir brauchen, ist extrem hoch in uns. Also wir brauchen Mikroorganismen. Wenn die nicht beispielsweise in unserem Darm sind, sterben wir sofort. Ich möchte noch gerne ein bisschen zum Ende kommen, und zwar nochmals zu dieser Spontanheilung. Ich finde einfach, dass jeder Mensch mit Krankheiten konfrontiert sind, die Chance haben müsste oder nutzen sollte zu einer Spontanheilung oder zumindest alles versucht, auch in seiner inneren Einstellung den Genesungsweg zu beschleunigen. Man soll ja nichts ausschließen. Schulmedizin, perfekt, wunderbar, alles gut, aber man kann es ja ergänzen. Was würdest du solchen Menschen empfehlen, wenn sie jetzt diese Sendung gesehen haben, sagen, ja, es ist ja alles richtig, aber wie soll ich das jetzt machen? Also es geht immer mit unserer geistigen Haltung los.
will ich mich überhaupt öffnen dafür, in ein neues Feld zu kommen? Und dafür empfehle ich als erstes immer dieses Buch Selbstheilkraft. Da sind zig Beispiele drin, zu sagen, wie entsteht denn Wirklichkeit in uns? Und wer dort spürt, also im Inneren spürt, hey, davon will ich mehr wissen, dann zu sagen, schau dir mal einfach meine Website an, www.klaus-medikus.com, und ich habe dort auch ein kostenfreies Online-Seminar, eine Stunde, einfach mal reinschauen. Und es macht aber alles nur Sinn, wenn jemand in Resonanz tritt. Mhm. Also zu sagen, das will ich, da will ich mehr, und ich will aus dem Opferdasein, die Erlösung kommt von außerhalb, ist für mich reines Opferdasein, aus dem aussteigen und zu dem Gestalter meiner Wirklichkeit zu werden. Und es steckt in jedem von uns drin. Jeder kann der bewusste Gestalter der eigenen Wirklichkeit werden. Also wir haben die Fähigkeiten dazu. Und ich finde es immer beeindruckend, wenn Menschen für sich diesen Schritt beschließen, diesen Schritt zu gehen. Sehe ich auch so. Ganz herzlichen Dank, lieber Klaus. Danke dir, Alexander. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, solche Themen gehe ich wahnsinnig gern an, weil sie einfach wirklich die Essenz ist für unsere Gesundheit, wenn wir uns mit unserem Geist, mit unserem Inneren beschäftigen und nicht meinen, da draußen ist alles wunderbar und wir sollten alles nacheifern und die da draußen sind alle verantwortlich für meine Gesundheit. Nein, 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 so ist es nicht. Und wir sind gut beraten, wirklich auf unser Herzen mal zu hören, auf unsere Emotionen und auf unsere Gefühle, die nicht einfach runterzuschlucken, sondern sie auszuleben. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.